bitte. Wir sind Cosma aus Berlin. Unser neuestes Album, Es hat alle seine Zeit, ist jetzt fertig. Ich ging immer davon. Es geht um Großen und Ganzen ums Große und Ganze. Das Leben, das Altern, geboren werden, sterben, Generationen, zwischenmenschliche Verhältnisse über Generationen hinweg. Ich finde es gut und glaube kaum, dass es das Publikum entzückt. Ich dachte, das ist viel zu gut und ist doch klar, dass er bescheißt. Das ist eine ganz schön breite Meinung für so einen schmalen Geist. Nur ist sensationell, ich hab dich vollkommen unterschätzt. Der Sound an sich ist viel kompakter geworden. Hab ich die Rollen? Vom musikalischen her ist es nicht mehr so sehr verspielt wie das letzte Album. Leute alle so ihre eigenen Interpretationen auch von den Texten machen können und sich selber irgendwie drin wiederfinden und die Texte in Bezug zu sich selbst dann setzen. Die umfalteten Augen erzählen die Wucht vieler Jahre und kleine Geschichten von großen Momenten. Vom Winter in Moskau, vom Frühling in Prag, der Kirschblüte in Tokio. Man glaubt dir, wenn du sagst, so genießt man das Leben. In vollen Zügen und über. Wir sind eine Band, die sehr gerne live spielt. Die Hälfte unserer Arbeit ist auf der Bühne und die andere Hälfte im Studio. Und du sahst es wieder gehen. Du kennst die Dinge, die die Zeiten überstehen. Dein Leben lässt du dir nicht nehmen. Dein starkes Herz will noch nicht gehen. Und dein Verstand so manches sehen. Kosmos ist ja die Ordnung und das ist einfach von unserem Proberaum abgeleitet, weil der immer sehr aufgeräumt ist. Wir sind jetzt. Ja, lauf dich frei, gewinn dein Spiel, hol dein Licht unterm Scheffel vor. Auf der Bühne spielen, das ist eigentlich das Schönste, was man als Musiker so machen kann. Das sind einfach die schönsten Erlebnisse. Sei progressiv, fahr groß auf und staple tief. Hey! Muss es an, verfolgt dein Ziel. Der direkte Kontakt zum Publikum, das Licht, die Hitze. Den, die mit dir spielen, dank denen, die sich die Seele aus dem Leib für dich brüllen, die mit dir fühlen. Wir haben das Gefühl, dass die Leute gern so irgendwie einen griffigen Namen haben wollen für ein Genre. Rock halt, im weitesten Sinne. Es ist schon schwierig, aber warum sollen wir uns einschränken lassen? Das würde unsere Kreativität dann ja auch Abbruch tun. Sie tanzt naiv zu allem, was auf den Teller kommt. Sie dreht sich noch, das darf sie auch. Sie dreht sich um sich selbst. War eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Es ist die beste Band der Welt. Es funktioniert einfach so zwischenmenschlich. Ja, die Band ist alles irgendwie. Wir genießen das, wir wollen das und wir werden es auch weitermachen. Scheiße. Total mies. Und später hat's wieder Zeit. American applause, American applause. Really appreciate it. Das Milchmädchen bewegt sich ohne sich zu sehen und unbeschwert.